So, willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun, die vergessene Epoche. Nach langer Zeit nehme ich wieder auf, also es wird wahrscheinlich der, keine Ahnung, dritte oder vierte Part sein, nachdem ich wieder angefangen habe, Let's Plays zu machen. Aber das ist jetzt effektiv der erste Part, den ich seither aufnehme. Mal sehen, was ich alles so habe. Wo war ich stehen geblieben? Okay, ich habe das Zeug. Gut. Wir waren kurz vor dieser Treppe und gehen hier hinein. Was gibt es in dieser Treppe? Mehr Wege. Oh, sind wir hier oben. Okay. Ein Haus. Wenn die Leute unseres Volkes älter werden, entwickeln sie merkwürdige Kräfte. Selbst ich bin nur ein junger Welpe. Bedenkt man die Lebensspanne unseres Volkes. Mein Lebenspartner wird schon bald die Kraft erlangen, nach der er sucht. Aha. Ja, ich habe schon mit dir geredet. Habe ich. Ja, also ich soll das mal wieder machen. So. Geistleser. So. Wenn ihm Erfolg beschieden ist, wird er die Tradition von Meister Maha fortführen. Wenn er die Tradition von Meister Maha fortführt, würde mich das mit großem Stolz erfüllen. Ich habe den Wirbelwind auf den Stein angewendet, wie es mir aufgetragen wurde. Warum habe ich nicht auch die Kraft erhalten, über die Maha verfügt? Wirbelwind? Auf den Stein anwenden? Kraft, die Maha verfügt? Das hört sich seltsam irgendwie wie Psychologie an. Meint er vielleicht diesen Wirbelwind? Man weiß es nicht. Schade, es gibt keinen Sequel-Eingang. Hier war also nichts Interessantes. Gehen wir weiter und schauen wir uns. Nein, da. So. Weiter um. Hier unten geht's nicht weiter, okay. Nur mal hier hinüber. Enthüller! Und hinüber. So. Achso, so. Keybindings ein bisschen nachdenken drüber, wie sie funktionieren gescheit. Oder war ich da schon? Ja, da war ich sogar schon. Meine Güte. Es ist lange her, dass ich das gespielt habe. Ich muss mal gescheit orientieren. Enthüller. Genau. So, hier hinüber. Weiter geht es. Hier hinauf. Ach, da waren wir schon. Da geht's. Oh, da geht's schon rein. Cool. Oh. Was, Fremde? Hier! Scheinbar kann er Enthüller. Aber wir können das auch. Rein hier. Zu diesem seltsamen, komischen Ding, das das war. Ding. Sieh doch, da ist dieser Werwolf. Und da rennt er weg. Das, da war er eben. Los, folgen wir ihm, Felix. Ein Werwolf. Wir folgen ihm nicht. Wir gehen zuerst hier hin. Oh mein Gott, das geht hier nicht weiter. Gehen wir in eine andere Richtung. Wir gehen der Werwolf nach. Hier hinüber. Ist er nach unten oder nach oben gegangen? Wir wissen es nicht. Nach unten ist er wohl nicht gegangen, weil da ist er nicht. Weiter nach oben. Und nach rechts. Und hier waren wir gerade eben. Da drüben. So. Felix, warte! Wohin ist dieser Werwolf verschwunden? Glaubst du, wir haben seine Spur verloren? Nein. Wir haben überall anders nachgeschaut. Hoffentlich nicht. Ich wäre nicht besonders erfreut darüber, wenn es so wäre. Ja. Was war das? Das klang doch wie ein knurrender Wolf, nicht wahr?
Ich habe zwar kein besonders gutes Gehör, aber da auf jeden Fall etwas. Grammatik und so. Aber da auf jeden Fall. Aber da war auf jeden Fall etwas. Vielleicht sollten wir diesen Bereich etwas genauer unter die Lupe nehmen. Das ist nicht nötig. Seht doch, er benutzt Synergie. Fürchtet euch nicht. Dieses Kind ist harmlos. Er wirkt ein wenig klein. Sag mir, wer du bist. Wie kommst du hierher? Diese Frage könnte ich dir auch stellen. Kann es sein, besitzt ihr Fremden die Macht, das Unsichtbare zu erkennen? Höchstwahrscheinlich meint er Psychologie. Wir nicht, aber kostbar kann. Aber natürlich, ich bin mir dessen völlig sicher. Ja, du hast recht. Sie müssen die Prüfungen des Bora-Felsens bestanden haben. Oh ja, das haben wir. Wie kommt es, dass dieses Kind nicht spricht wie ein Mensch? Wenn wir in der Gestalt der Werwölfe sind, bereitet es uns mitunter Schwierigkeiten, die menschliche Zunge zu meistern. Aber du kannst es. Da musst du etwas ganz Besonderes sein. Oh Gott, wie soll ich das sagen? Wie auch immer. Wurscht. Etwas Besonderes, vielleicht. Warum nennt ihr mich nicht einfach Maha? Ich gehe davon aus, dass auch ihr den Wirbelwind einsetzen könnt. Wenn ihr auf dem Bora-Felsen die Gabe des Enthüllers empfangen habt, wisst ihr auch um den Segen des Wirbelwinds, oder? Aber klar. So ist es. Wir können Maha gegenüber sicherlich zugeben, dass wir Adepten sind. Was hat er gesagt? Ich verstehe nicht. Er möchte wissen, was ein Adept ist. Eine Frage, auf die auch ich gerne eine Antwort hätte. Graydon, fach simple weiter. Adepten bedienen sich elementare Energien, um Kräfte wie den Wirbelwind zu nutzen. Elemente. Meint ihr damit die vier Elemente, die Mächte von Erde, Wasser, Feuer und Wind? Das ist korrekt. Alles in unserer Welt geht aus diesen vier Elementen hervor. Interessant, äußerst interessant. Was hat er jetzt gesagt? Er hat gefragt, ob wir uns noch länger vor euch verbergen müssen. Warum musste er sich überhaupt hier verstecken? Der Anblick, ich rede nun in der Stimme von ihm, nein, der Anblick eines Werwolfes wäre für die meisten Menschen sicher eine erschreckende Erfahrung. Ja, die Stimmen umwandeln ab Synergie habe ich nur ganz kurz verwenden können, jetzt kann ich nicht mehr. Traurigerweise hast du recht. Viele betrachten uns als eine verfluchte Rasse. Und wenn man dich in der Gestalt eines Werwolfs antreffen würde? Einst wurde unser Volk als Abscheulichkeit betrachtet und auf den Scheiterhaufen verbrannt. Man nannte dies Reinigung. Wie schrecklich! Aber der Kleine hier, er wird doch nicht versuchen, jemanden zu beißen, oder? Schubs. Ja. Kind, kehre nach Hause zurück. Keine Sorge, wir können Ihnen ganz sicher vertrauen. Geh jetzt nach Hause. Sie sind Adept und Werwölfen nicht unähnlich. Sie bewahren ein uraltes Geheimnis. Wir können Ihnen trauen. Sie werden unser Geheimnis niemandem preisgeben. Uff. Süß. Es ist sehr spät geworden. Warum geht ihr nicht zum Gasthof und ruht euch aus? Aber dann... Ich werde diesen Ort nicht verlassen. Gehst du denn nicht nach Hause? Als mir die Kraft des Enthüllers gewährt wurde, habe ich meine menschliche Hülle abgelegt. Die Wildnis ist jetzt mein Zuhause. Dann seht ihr immer so aus wie jetzt, Meister Maha. Und was ist mit dem Kleinen?
Das Kind hat sich verwandelt, weil es direkt ins Angesicht des vollen Mondes geblickt hat. Dann wird es also morgen bei Sonnenaufgang wieder seine menschliche Gestalt erhalten. Genau. Doch jetzt lass uns ruhen. Interessant. Felix und seine Freunde verbringen die Nacht im Gasthof.